Okay, wir machen weiter. Hier in dem Labor von Philbert, auf dem Planeten Philb und ja. So, immer noch wegen der Sache mit dem Weibchen damals. Aber wir sind Brüder. Warte nur, bis Mami das hört. Warte nur, bis Mami das hört. Stell dir vor, wie überrascht ich war, als meine Untertanen mir sagten, es seien Fremde auf Phil. Und dann bist auch noch du einer von ihnen. Tja, siehst du, das ist die Gelegenheit, mir meine längst überfällige Beförderung zu verdienen. Hör mal, lass uns drüber reden, ja? Wir sind doch beide erwachsen. Wirklich, Floyd, immer noch mein kleiner Naivling, Dein Leben liegt in meinen Händen und du kannst nichts dagegen tun. Genauso wenig wie meine Filbers da unten. Was machst du mit denen überhaupt? Es sind Meerschweinchen, Testobjekte für meine Forschung. Wie grausam. Das sind nur Tiere. Durch die Drogen, die ich entwickle, beeinflusse ich, was sie fühlen, und sie verehren mich als Gott. Was für eine Ironie. Deswegen sind sie also so nervös. Ein faszinierender Nebeneffekt. Ich hatte noch keine Zeit, ihn genauer zu untersuchen. Du hast inzwischen einen echt fiesen Zug entwickelt. Alles hat seinen Preis, Bruder. Ich bin einer der besten Forscher des Konzerns und du? Du bist eine revolutionäre Niete. Ich wusste doch, dass du es nie zu etwas bringst. Auch dieses Lachen. Wie habe ich dich früher noch immer genannt? Wie habe ich dich früher immer noch genannt? Ich weiß es nicht mehr genau. Tja, besonders helle warst du nie. Ja, und diese Anspielung, wie habe ich dich früher genannt? Viele haben schon in den Kommentaren geschrieben, eine sehr bekannte Szene. Und ja, das wird gleich auf jeden Fall kommen. Wenigstens sitze ich nicht auf einem ollen Planeten fest. Ich auch nicht mehr lange, und das verdanke ich nur dir. Ich schulde dir was, Floyd. Schade, dass du nicht mehr lange lebst. Ja, wir sind Brüder, bedeutet dir Wir das sind denn nichts? Brüder. Bedeutet dir das denn nichts? Oh doch, Brudermord hat was. Sehr komisch. Wenn du mich schon an den Konzern auslieferst, musst du mir dann auch noch meine letzten Klicks verderben? Och, lach doch mal, Brüderchen, bevor du bald gar nichts mehr zu lachen hast. Ah, jetzt weiß ich's wieder. Was? Wie ich dich früher immer genannt habe? Keine Ahnung. Flibbo, weißt du nicht mehr? Ich nannte dich Flibbo. Flibbo, und du bist immer... Sprich das nie wieder aus! Oh je, schon gut, schon gut. Ich bin ein wenig gestresst. Du fängst an, mir auf die Nerven zu gehen. Ja, die Macht der Gewohnheit. Ich muss mich jetzt mit dem Vollstrecker General treffen. Oh, mach dir keine Mühe mit Fluchtversuchen. Die Tür ist dreifach verriegelt und der Teleporter funktioniert recht eigenwillig. Und gefesselt bin ich auch noch. Bis später. Ja. Ja, das war die Stelle, seine Lieblingsstelle. Griever 20, glaube ich, war's. Der sagte, ja, Orakel, nimm das Seil. meine Lieblingsstelle. So, wir sind frei auf jeden Fall. Haben hier die Fernbedienung von Sam. Nee, das ist ein elektronisches Vitfon-Buch. Okay. Scheinen keine Privatnummern drin zu stehen, nur geschäftliche. Wenn man seinen Eintrag ins Verzeichnis ändern will, braucht man offenbar nur der Vermittlung Bescheid zu geben. Okay, dann ändern wir das doch mal, oder? Scheinen keine Privatnummern Ja, drin zu das hast du stehen, schon nur gesagt. geschäftliche. Ja. Okay, Dolores aufwecken. Das ist wiederum einer meiner Lieblingsstellen. Okay, einmal geht das noch, oder? Langsam macht es richtig Spaß. Okay, einmal noch. Wenn ich sie auf diese Art wach kriege, bringt sie mich wahrscheinlich um. Nein, jetzt nicht mehr. Ich lasse es sein. Okay, vielleicht ein allerletztes Mal, aber dann lasse ich es sein. Versprochen. Okay, was haben wir denn hier? Ein Gottkostüm. Ja. Das zieht mein Bruder an, wenn er Gott spielen will. Dann nehmen wir das mit. Ich sollte mir lieber über andere Sachen den Kopf zerbrechen, statt die Kleider meines Bruders zu nehmen. Okay, Laborausrüstung, Telefon. Dann benutzen wir mal das Telefon mit dem elektronischen. Ziemlich ungewöhnliche Idee. Okay, dann lassen wir das halt sein.
Dann benutzen wir nur das Telefon. Ja. Grüße, Bürger. Hier spricht die automatische Vermittlung. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte in die Liste aufgenommen werden. Kann ich bitte einen echten Bürger sprechen? Bitte verbinden Sie mich mit Bürger in Not. Ja, wir sind in Not. Bitte verbinden Sie mich mit Bürger in Not. Natürlich, Bürger. Einen Moment. Grüße, Bürger. Sie haben sich an Bürger in Not gewandt. Sind Sie unglücklich, deprimiert, am Boden oder fix und fertig? Natürlich nicht, Bürger. Ja, doch. Ja, mein ganzes Leben geht den Bach runter. Ich brauche Hilfe. Unglücklich zu sein ist verboten, Bürger. Das verstößt gegen eine ganze Reihe von Weisungen. Bitte melden Sie sich umgehend zur Persönlichkeitsumstrukturierung. Einen schönen Orbit, Bürger. Was soll's? Viel tiefer als jetzt kann ich auch nicht mehr in der Pampe stecken. Okay, gut, da waren wir ja schon. Ein Deckel, was ist das denn hier? Nix. Was? Was? Schalter. Drücken wir mal den Schalter. Ja, cool. Dann drücken wir den Schalter. Und es passiert einfach nichts. Okay, gehen wir mal in den Teleporter rein. Gut, klappt auch nicht scheinbar, oder? Nein. Haben wir die Fernbedienung von Sam? Grüße, Genosse. Ja, haben wir. Sam, bist du da, Sam? Ich habe das Wasser, Sir. Vergiss es, wir brauchen dich hier oben. Ich habe aber auch Filet Mignon mit Sauce Bern. Vergiss es, Sam, wir brauchen dich hier, jetzt! Ich komme, Sir. Ja, wir übernehmen die Rolle von Sam, dem ja, sadistischen Todesroboter. Ich habe vergessen, wofür Sam steht. Jemand hat schon geschrieben, aber ich habe es wirklich vergessen. Abdenkungen. Mal kaputt schießen. Vielleicht klappt das. Ich könnte mit meinem Laser ein Loch hineinschweißen. Nur, was ist mit den Dingen auf der anderen Seite? Ja, ihr seht's hier, wir haben neue Maus-Icons, sag ich mal. Die sind eigentlich im Wesentlichen das, was auch Floyd hat. Also das hier ist bewegen, untersuchen, nehmen mit seinem Traktorstrahl, von dem er gesprochen hat, und abschießen. Was halt Floyd nicht hat, aber gut. Gehen wir mal schauen, was wir mit Sam anrichten können. Weil das ist wieder eine Stelle, wo ich sage, keine Ahnung. Jetzt weiß ich nicht, was wir machen müssen. Aber das kann ja nicht allzu schwer sein, von diesem Planeten Philipp herunterzukommen. Zusammen mit Flibbo. So, komm, fahr mal schneller. Oh. Okay. Gehen wir mal da hoch. Weil ich weiß nicht, was da ist, aber das werden wir sicherlich rausfinden. Und endlich kann Sam mal Sam sein, ohne dass ihn Dolores oder Floyd kontrolliert. Also wenn wir jetzt Gewalt anwenden wollen, denke ich mal, haben wir die Gelegenheit dazu. Das sehen wir ja dann. Oh, und diese komische Fahrpassage ist ein wenig nervtötend. Ich hoffe, wir fahren da oben richtig lang. Aha. Okay, dann gehen wir mal nach da. Hier ist scheinbar eine Brücke kaputt. Aber unser Fokus ist klar, wir wollen von der Insel... Ach, von der Insel, genau, von der Insel. Wir wollen von dem Planeten runter. Wie, weiß ich noch nicht. Aber das werden wir schon noch hinkriegen, irgendwie. Okay. So. Hier ist nichts. Gut, die Brücke ist halt kaputt, wir kommen nicht weiter. Können wir auch wieder zurückfahren. Ja. Ich fahr halt. Oh. Gehen wir halt mal ins Dorf. Wieso sag ich die ganze Zeit halt? Das ist, wenn man irgendwie mal sich was angewöhnt hat, dann das wegzubekommen ist... Ach, ihr wisst das doch selber. Ich muss den Satz doch gar nicht zu Ende reden. Ihr wisst schon vorher, was ich sagen will. So. Ach, ich wollte gerade sagen, die Kamera wird ja jetzt wohl nicht rumspinnen und wieder nicht scrollen. Aber nein, diesmal nicht. Diesmal hat sie gescrollt und diesmal ist sie gescrollt und diesmal... Sollte ich Luft nehmen. So. Da ist ein Speer, den wir nicht benutzen können. Dann gehen wir halt durchs Tor.
Sir. Ja, Sam? Man verwehrt mir den Zugang zum eingeborenen Dorf, Sir. Darf ich die Massenvernichtungswaffen aktivieren, Sir? Nein, wir müssen uns was anderes ausdenken. Wie Sie wünschen, Sir. Ich stelle die Waffen aber trotzdem auf Standby, weil Sie doch Vernunft an, ich meine, Ihre Meinung ändern, Sir. Ja. So sehr ich auch gerne eine kleine Massenzerstörung initiieren würde, ich glaube, mein Herr und Meister wäre nicht sehr begeistert. Ja gut, wir kommen also nicht durch. Gucken wir mal von da oben, ob wir das Tor irgendwie öffnen können. Was steht? Ich kann das leider nicht lesen, was da steht. Irgendwas mit Tür. Gucken? Nö. Dann da vielleicht? Nö. Ja, gut. Keine Ahnung. Laborausrüstung untersuchen. Filberts Forschungsequipment. Okay. Kalt mich. Ah, Moment. ABC. L. Passive Kontrollsubstanz. Müll. Also, okay, wieder ein Rätsel. A, B, C, F, G, oh Gott. Aber oh mein Gott. Also es gibt einmal heiß mischen, das ist scheinbar die Kerze. Kalt mischen. Ja, das ist dann hier diese Eisblume. Passive Kontrollsubstanz A zu 2, B zu 3. Und wenn es braun wird, würde es Müll. Okay. Dann versuch... Ach, wir hätten mal gucken können. Nehmen wir mal A, B, C. Ja, A, B, C und machen es heiß. A. B. C. Heiß mischen. Okay, wir haben auf jeden Fall was gemischt. Was nehmen wir jetzt? DEA kalt. A, B, C. A, B, C. D. E. A. Kalt. Mischen. Ja. Leute, ich mache nochmal ganz kurz einen Schnitt. Ich lade noch einen dritten Teil hoch heute. Und ja, doch, ich habe mich jetzt eh so dran gewohnt, drei Teile hochzuladen. Also, bis gleich. Tschüssi.